Hallo Leute, heute zeigen wir euch, wie ihr selbst ein Bienenhotel bauen könnt und so zum Erhalt der Bienen beitragt. Dafür braucht ihr diese Werkzeuge und diese Materialien. Stoppt gern das Video, um euch alles genauer anzusehen. Infos dazu findet ihr auch im Blog. Als erstes messen wir die einzelnen Holzteile aus und sägen sie mit einer Fuchsschwanzsäge zurecht. Schneller geht's natürlich mit einer Stichsäge, sofern ihr eine habt. Verwendet hierfür gerne Holzreste, wenn ihr welche bereits zu Hause haben solltet. Schleift anschließend die Holzkanten ab, damit sich die Bienen daran nicht verletzen können. Setzt die Markierungen für eure Schrauben. Baut jetzt den Rahmen zusammen. Lehm sorgt dafür, dass eine Seite der Röhrchen versiegelt ist und diese nicht verrutschen. Nun verbauen wir noch diese vier Holzteile, um den Abstand zwischen dem Maschendrahtzaun und den Röhrchen zu gewährleisten. Ihr könnt aber auch stattdessen ein breiteres Holzbrett verwenden. Durch das Befestigen eines Maschendrahts sind die Bienen vor Angreifern wie Vögeln geschützt. Um dem Hotel einen natürlichen Look zu verleihen, könnt ihr das Holz gerne noch abflammen. Übrigens, wir tragen zum Anbau und der Pflege einer Bienenweide in unserer bayerischen Heimat bei. Diese Blühflächen bieten nicht nur Bienen, sondern auch Käfern und Wildtieren Lebensraum und Schutz. Unterstützt uns dabei, denn mit jedem Sackgutinsekten, den ihr kauft, spenden wir einen Teil der Einnahmen.